Hallo Leute, willkommen, Folge 35. Wir sind aktuell gegen Ende des Krieges, sind also noch 7 Stunden wird er gehen. Liegen vorne 159 zu 132. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Aus zwei Gründen. Einmal, wir sind in Führung, klar. Und zum anderen, wir bekommen langsam aktivere Gegner. Sie haben auch oben höheres Level als wir, schleppen dafür in den niedrigeren Leveln. Da haben wir ganz wenig Angriffe bekommen. Offensichtlich ein paar inaktive Spieler mit. Aber das ist doch fein, endlich gegen Spieler, die auch gewinnen wollen. Ich habe ein bisschen umgebaut, reduziere jetzt hier auf nur noch 6 Lebensräume, Magie und Metall werde ich mischen. Da kriege ich einfach nicht genug hin und dann bleibt hier oben Platz für, wenn ich es richtig ausgemetert habe, dann sind das 6 legendäre Lebensräume am Ende. Die möchte ich natürlich gerne alle 6 haben. Auch wenn das noch weit, weit entfernt ist mit den 6 Legis, aber der Platz, der soll ruhig schon da sein. Und drüber nachdenken müssen, ob ich noch eine Insel kaufe. Ich denke, das werde ich nicht brauchen. Die 6 Lebensräume wären dann schon üppig für Legendäre. Ja, was gibt's Neues? Vor allen Dingen ist der Looping Louis, wir hatten es ja letzte Folge schon. Jetzt Rang 2, kann Level 50 erreichen, bis 42 immerhin. Ist ja auch nicht ganz so eine unwichtige Zahl. Bis zur 42 habe ich ihn schon hochgefüttert. Da wollen wir auf der 42 doch mal in PvP schicken. 2,38er, ein 42er. Ich kann mir einen 40er Gegner erlauben. Das Team behalte ich bei. Die Runen sind auf Stufe 2 mittlerweile alle erhöht. Looping Louis mit höchstem Level von allen kommt mal wieder in die Gänge. Da ist ein 50er drin, den wollen wir nicht sehen. Da wieder. Das gleich 2. Ja, die Schwierigkeiten, Gegner zu finden. Hier haben wir einen mit 3x40. Legendäre. Im Großen und Ganzen auch nicht schlecht. Dürfte schwer sein, versuchen wir es trotzdem. Aua. Doppelaua. Aua, aua. Das war aber sehr konsequent auf das gleiche Ziel ausgerichtet. Beeindruckend, was der Computer mir da hinlegt. Unglaublich, dass noch ein zweites Mal über mich ergehen lassen kann. Der pumpt sich auf. Marmorhut ist natürlich nicht schlecht. Der würde mich wieder nach vorne bringen. Er ist gelähmt. Der Zauberer ist jetzt auch nicht so verkehrt da. Üble Blendung. Felsschlag und Lähmung. Aber da steht der Louis schon alleine da. Das kann er natürlich nur schwer schaffen. Felsoiten, 1 gegen 1. Gegen Monster mit erhöhtem Schaden. Aua, aua. Und ich habe nicht mal die Ausdauer. Was tun? Schauen wir in die Gegenstände. Wenn ich das noch gewinnen will, dann müsste ich jetzt einen passenden Gegenstand schmeißen.
Anzünden bringt nichts, da verstehe ich nicht immer lang genug. Das geht alles erst, wenn ich mein Level höher wäre. Wiedererwecken habe ich nicht mehr. Zauber bringt mir nichts. Erzürnen nicht, beruhigen nicht, Zeitstarre. Klingt alles nicht so spannend. Was können wir noch machen? Unsere Haltbarkeit erhöhen. Den Verlust noch ein bisschen rauszögern. Bleibt Lebensschild über. Er ist immer noch geboostet. Er boostet sich immer und immer wieder. Nicht schlecht, das Monster. Ist ja auch Erde. Muss ich ihn ja fast auch kaufen. Aber ich bleibe noch vorne. Knapp. Da hat der Louis verrissen. Das muss er mal vertragen. Das können wir nicht ändern. Ja, das nächste Futter ist dann. Geht dann, ich denke, ein bisschen soll er noch kriegen. Richtung 50 Level gehen. Das ist nicht schlecht. Ganz wichtig, das Winterlabyrinth, Chill Bill. Spielt mir ein bisschen Gold ein. 15 Heyman-Zellen. Schön, können wir jetzt verspenden. Und dann reicht es sogar ins Ziel. Und den brüten wir natürlich gleich aus. Das heißt, in 2 Tagen und 2 Stunden habe ich den zweiten Legi am Start. Zu sehen hier gleich noch. Terra Crank ist auch unterwegs. Damit wäre dann Magie zumindest für 2 Elemente auch abgedeckt. Hier kommt noch ein neuer Musu raus, was sehr angenehm ist. Hier dürfte Metall, Wasser, ich hoffe als Rare, dass dann auch Metall komplett abgedeckt ist. Wäre ja ganz angenehm jetzt. Ja, ich habe Chilbil. Den habe ich natürlich sehr gerne. Was machen wir als nächstes? Tiger ist uninteressant. Alle anderen sind gesperrt, 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 gesperrt. Ich denke, wir versuchen es mit Nanook. Erde, Blitz. Teuer ist er wohl auch nicht. Insgesamt glaube ich, das günstigste Monster von dem, was man an Münzen ausgeben muss, um ihn zu kriegen. Erde, Blitz als dieser Position von mir eigentlich relativ gut besetzt, aber dann schauen wir eben nochmal. Natürlich kämpfen wir im Kampfknoten, ist doch klar. Alles andere wäre feige. Ist sowieso kein richtiger Gegner, da brauchen wir eigentlich nicht mal über das Team nachdenken. Ein Schutz vom Sully. Mit dem starte ich weiter extrem gerne. Zwei ordentliche Schläge links und rechts. Und der nutzt das Geboxe natürlich auch nicht, das ist ja klar, weil ich ein Schutzschild habe. Und erledigt. Und wieder ans Glücksrad dran. Futter. Wer beliebt? Nanook, da unten ist er jetzt. Für 25, schnell zu Fuß. Bisschen Gold. Und da ist er schon fast am Ziel. Was bringt er da noch einen gelben Schlüssel? Gelb wäre Sasquatch. Ich hätte auch nichts gegen Sasquatch, der ist Erde und Pflanze, ist auch eigentlich gut besetzt, aber der Sasquatch würde natürlich nicht schlecht aussehen im Einsatz zusammen mit dem Neandertaler. Das wäre schon attraktiv auf jeden Fall. So, dann schauen wir noch auf die Abenteuerkarte.
Da darf es weitergehen. Position 63. Zwei ordentliche Gegner. Am liebsten würde ich den Bunnelofi noch mitnehmen. Aber langsam ist er natürlich unterlevelt. Den muss ich als nächsten füttern. Ich habe auch einen Musu nachgezüchtet. Mit ein paar Zellen müsste ich noch gespendet kriegen von euch. Und dann wird das klappen, dass er auch Stufe 1 kriegt, damit er im Level wieder die anderen überfliegen können. Und das wird natürlich sehr wichtig sein. Denn sowohl hier der Arti Neandertaler als auch der Sully, die machen doch ganz schön was her, muss man sagen. Hier mit seinem Wasserschlag mal eben jemanden rauskicken. Das kann der Musu nicht. Heilen braucht er aber auch nicht. Dann also zuschlagen. Zweimal Schläge in mein Schild laufen lassen. Reinigen zwar eigentlich nicht nötig, aber Massenschaden, warum nicht? Heilen brauchen wir auch noch nicht. Dann bringen wir die Flutung mit. Ja, wir sind immer noch auf der Dunkelheitsinsel. Als Element sehr unbequem, aber in den ersten Schritten natürlich machbar. Zweite Welle, Dunkelheit, Wasser. Einfrieren. Danke. Weil es so schön wäre, lähmen. Jawohl, danke. So kann man das machen. Eine Runde aussetzen für beide Gegner. Ein Erdbeben, ich brauche immer noch nicht heilen, nicht aufpumpen, gar nichts. Doch der könnte langsam mal. Ihm fehlt die Ausdauer. Da ist es passiert. Eigentlich wollte ich doch, dass der Erfahrung kriegt. Tja, die kriegt er nun leider nicht mehr. Einmal den Schild wieder aufbauen. Einen runterprügeln. Ja, das Schild, das hält. Ist quasi wie aussetzen für die Gegenseite. Vielleicht sogar noch besser. Den nehmen wir raus. Was haben wir jetzt hier? Interessanter Bug. Ist der Bildschirm verschoben? Einfrieren nochmal. Nee, will er nicht. Da fehlt es an Ausdauer. Für zwei Wellen ist sie doch ein bisschen dünn, die Ausdauer. Muss man auch mal was dran tun, dann bei Zeiten. Aber jetzt prügeln wir den noch runter. Vielleicht noch mal einfrieren, jawohl. Und da geht er dann auch. Ein Stern, okay. Der Neandertaler jetzt Level 39, deswegen habe ich sie nicht auf 40 gefüttert, weil sie dann hier noch Erfahrung sammeln. Ich kriege insgesamt welche bei Stufe 32, wird dann möglich, die Runen wieder auszubauen. Aber für 5 Millionen ist natürlich weit entfernt von dem, was man leisten kann. Zumal ich ja jetzt auch wieder für einen legendären Lebensraum sparen muss. Ein Legi ist in Produktion, ich habe keinen Platz mehr frei sonst.
Und die passieren einem ja schneller, als man gucken kann. Hoffentlich. Da muss jedenfalls was getan werden, denke ich. Ja, ansonsten steht es an der Stelle so: Ich drücke die Daumen für den Krieg natürlich, dass wir den jetzt auch im Schlusslauf noch halten, gewinnen, möglichst viele Punkte mitnehmen. Irgendwann kann ich dann in den Teamshop. Da gibt es allerdings nichts für Erde. Für Wasser erst bei 1150. Das dauert also noch ein bisschen, bis da irgendwas zustande kommt, was ich auch benutzen möchte. Obwohl 1150 ist nicht mehr so weit entfernt. Gut, danke euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, viel Spaß erstmal. Bis später. Ciao.